aber ich muss raus aus dem Teamspeak, sonst ist es unfair. Zwei lang tatsächlich, weil das Erz hier richtig. Was sagst du? Der versucht immer hier die Abstände so zu setzen, dass die Spieler weit weg voneinander sind. Ja, es gibt so Optionen, die kann man ausschalten, dann ist es komplett random. Aber so hätte der die nur links oben, rechts unten gesetzt. Weißt du? Das ist eine Default-Einstellung. Ich glaube, ich nehme auch schon auf, oder? Was hier abgeht. Also, wir sehen jetzt das Auftaktspiel vom OpenRCA-Turnier auf der Biberland für die Weltmeisterschaft. Was? Ja, ich bin Bela Reti, oder nicht? Ja, es ist hier Bela Reti-Style, oder? Und wir sehen hier den roten Spieler. Das ist der Nobody, der spielt die Black Hand. Das ist also ein Notch-Spieler, hat hier schon zwei Raffinerien platziert. Hier kommt die dritte, es geht richtig vorwärts. Und hier unten sehen wir den Popov, der schon drei Waffenfabriken hat, auch zwei Raffinerien. Hier wird nicht mehr geerntet. Er gibt sein Geld nicht aus. Weil die Raffinerien laufen schon quasi voll. Und hier gehen die ersten Scout-Units gehen los. Hier ist schon Scout-Infanterie. Das ist eigentlich dafür, dass hier Noobs spielen, die gar keinen blassen Dunst haben, schon stark, dass jetzt schon Scouts rausgehen. Wieso lachst du? Der blasse Dunst. Dass die keinen blassen Dunst haben, oder? Ja, haben sie nicht, oder? Also, dass hier gescoutet wird, das ist schon stark. Also, jetzt müssten sie sich auch sehen. An der Stelle hier. Jetzt wird auch geschossen. Was, das sind die Guardian Throne. Das ist eine andere Fraktion mit den Walkern. Das ist Talon, die haben die Walker. Die XO OP Suits. Oh, hier sind auch schon die wichtigsten Einheiten gebaut worden. Genau, also hier sehen wir jetzt gerade nicht so richtig die Entwicklung, muss man sagen. Okay. Popov gegen Nobody. Gegen? Nobody. Wer ist Nobody? Wissen wir nicht. Okay. Sitzt irgendwo in der Halle. Okay. Ja, frag mal. Hey. Was? Ach so. Okay, also hier wird auch wieder geerntet jetzt bei dem Popov. Oh, hier wird ein zweiter Bau aufgebaut. Das ist immer ein starkes Signal vom guten Spieler, dass er merkt, diese Karte hat was mit Hochskalieren zu tun. Hier kommt der Scout an und eröffnet das Feuer auf den Sammler. Und hier gibt es den ersten Kampf in der Base vom Roten. Die Guardian Throne wird vernichtet. Was? Das ist jetzt der Nobody. Siehst du ihn oder was? Ah, ja. Ja, ja. Jetzt wird's spannend, da sind schon zwei Sammler. Es wird ein langes Spiel werden. Meinst du? Aber nach 30 Minuten ist Schluss. Es gibt hier so eine Regel, das Spiel dauert nur 30 Minuten. Danach kommt, oder was? Ja. Okay, es werden noch mehr Guardian Thrones rausgepumpt. Ja, du musst dann gegen mich spielen leider, ne? Wer? Ja? Ja. Hätte ich dir ja gewünscht, dass du gegen Chris spielen kannst, aber. Ach, du besiegst den Chris, oder was? Nee, dich. Du spielst gegen mich. Ja. Und dann also wenn du gewinnst gegen deinen Gegner. Wenn ich gegen dich gewinne, dann spiele ich gegen Chris. Ah, okay, das meinst du. Ich werde dann. Ja, ja. Aber ich caste hier. Die Möglichkeit noch gegen Chris zu spielen, oder? Ja. So machen wir es. Okay, hier gibt es jetzt gleich einen Schlagabtausch zwischen einer Guardian Throne Armee und einer Infanterie-Armee. Das sehen wir jetzt hier unten in dem Menü. Die Guardian Thrones sind nicht effektiv gegen Infanterie. Aber die Infanterie ist auch gleichzeitig gegen Heavy Armor nicht very low effectiveness. Und die haben aber Light Armor. Maschinengewehr gegen Light Armor not effective. Also, das. Der Kampf
Das ist jetzt ein spannender Kampf, weil beide Armeen sind schlecht gegen die andere. Aber die eine hat halt einfach viel mehr Value. Also Guardian Jones sind halt schon eher Scout-Units, ne? So geht ja hier auch der Radar im Kreis rum, ne? Oh, jetzt kommen hier schon Staff Tanks, jetzt geht's los. Oh, jetzt aber hier. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass ein langes Spiel wird. MLS, Medium Tanks, Battle Drones, jetzt geht's los. Jetzt werden die Klöße gleich gegessen. Medium Tanks? Was? Was ist das? Medium Panzer? Battle Drones, ja. Aber jetzt hat er keinen Strom. Da bleiben seine Tanks liegen. Denn die Tanks hier brauchen Strom. Weil er keinen Strom hat. Also eigentlich ist der Turniermodus ja so, dass man zwei Map-Wahl hat und sowas, aber. Also die haben jetzt einfach die Map genommen oder wie haben die das gemacht, weißt du das? Du kannst es nicht aussuchen. Wie, du kannst nicht aussuchen. Turnier bauen. Ja, aber das ist die Entscheidungsmap. Eigentlich. Ja.